Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und zum Anfang erstmal ein bisschen Feuerwerk. So, jetzt haben wir das mit dem Feuerwerk auch abgehakt. Virtuelles Feuerwerk ist eh viel besser als das echte, dreckige, laute, teure Feuerwerk. Ja, 2019 ist vorbei, Freunde. Was war das für ein Jahr? Gaming-technisch war es ein sehr interessantes Jahr, aber auch ein zwiespältiges Jahr. Ja, es fing an mit Resident Evil 2, dem Remake. Oh, guck hier, der Goblin. Der sinnlose Goblin von The Division 2, der immer noch sein Unwesen treibt, mit der Weihnachtsmütze, auch im neuen Jahr. Wie auch immer, ja, zurück. Resident Evil 2, das Remake. Ich hab's gerne gezockt. War ja ein Riesenfan von Resident Evil 2 damals, 1998, und hab das, ich weiß nicht, wie oft ich das damals auf der ersten PlayStation durchgespielt habe, nächtelang. Und das Remake war super. Aber der Funke ist dann doch irgendwie nicht übergesprungen. Also ich habe ein, zwei Livestreams und glaube ein angefangenes Let's Play irgendwie gemacht von der Demo. Aber das war's dann auch irgendwie, und das Spiel geriet dann auch relativ schnell bei mir in Vergessenheit in der Steam-Bibliothek. Ja, kurz danach kam dann auch gleich Ace Combat 7, auch so ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut hatte, weil ich in den Anfang der 2000er das Ace Combat 4 Distant Thunder auch bis zur sprichwörtlichen Vergasung gezockt hatte. Auch auf der PlayStation damals, auf der zweiten dann. Entschuldigung. Und auch hier sehr schön gemacht, das neue Spiel, geile Grafik und die Story, ja, passt. Erwarte ich auch nicht allzu viel davon. Mir geht es ja mehr so um die Fliegerei und Jets. Und vom Feeling her war es genauso wie damals, aber irgendwie dann auch nicht mehr so prickelnd. Irgendwie hat sich auch im Alter bei mir die Einstellung zu Games anscheinend geändert. Früher war es klar, ich kaufe ein Game und zocke das durch. Und ja, aber irgendwie hat sich natürlich auch das Ganze drumherum geändert. Früher, ich habe erst letztes mit Dad drüber geredet, an dieser Stelle auch herzliche Grüße an dich, Dad. Und früher war es ja so, ich zum Beispiel habe auch immer diese Game-Zeitschriften gelesen und habe mich vorher über die Spiele informiert und bin dann erst los und habe das Spiel dann tatsächlich auch physisch gekauft, also als CD oder DVD-ROM. Und dann hat man die Spiele durchgespielt. Man hat sich also wirklich überlegt, bevor man es kauft. Heute durch diese ständige Verfügbarkeit der Games in Epic Store, Origin, Steam, Ubisoft, whatever, ist es einfach so, man kauft einfach schnell mal was und naja, gut, ist nix, und dann vergammelt es halt in der Steam-Bibliothek. Und ja, es ist eine viel höhere Durchlauf an Games. Er hier taucht in den Beton ein, sehr schön. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ace Combat 7 wanderte dann auch tatsächlich sehr schnell aufs Abstellgleis wieder. Aber ist kein schlechtes Spiel, und vielleicht hole ich es mal irgendwann wieder raus. Ja, und dann nähern wir uns ja auch schon dem 14. März. 14. März, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine, und zwar dem Release-Datum von The Division 2. Ist schon wieder 9 Monate her, man soll es kaum glauben. Wie eine komplette Schwangerschaft, so lange ist jetzt The Division 2 schon released. In den ersten 3 Monaten vorher haben wir noch ein bisschen mit den Shields gemacht. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wie enthusiastisch wir alle die Shields gemacht haben, damit wir im neu releaseden The Division 2 dann auch irgendwelche Belohnungen und Skins mit uns rumtragen können, die uns als Veteranen ausweisen. Ja. War dann doch nicht so prickelnd, wie wir alle gedacht haben. So wie das ganze Game ja insgesamt. Die Anfangszeiten waren sehr, sehr schwierig. Hier sieht man eins meiner erfolgreichsten Videos überhaupt im Jahr 2019, war dieses hier, und zwar Level 30 erreicht. Was nun? Ich habe das Ganze am 16.03. Veröffentlicht. Also habe ich quasi knapp 2 Tage gebraucht, um auf Level 30 zu kommen. Ich glaube, insgesamt waren es 39 Stunden. Und ja, danach ging so das Gekrampfe los. Ich glaube, auf die einzelnen Details brauchen wir jetzt hier nicht mehr eingehen. Wir haben es alle miterlebt und wir erleben es immer noch mit.
Und ja, zu Division 2 im aktuellen Status und wie das auch weitergeht hier auf dem Kanal, werde ich mich im zweiten Teil des Videos äußern. Jetzt sind wir ja quasi mehr oder weniger im Jahresrückblick erstmal. Und ja, The Division 2 hat dann auch einen sehr großen Teil von meinem Kanal dann logischerweise eingenommen. Das war ja auch absehbar. Nebenher natürlich sehr viel Survival gespielt. Dann kurzer Abstecher, Ghost Recon Breakpoint. Auch zwiespältig, also das Jahr 2019 wird uns wahrscheinlich als Jahr der zwiespältigen Gamer-Gefühle in Erinnerung bleiben. Breakpoint hatte sehr, sehr viele gute Sachen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es von der Grafik und von der Map-Gestaltung her sehr gut. Ich habe ja auch den Vorgänger schon sehr gerne gespielt. Was mir bei Ghost Recon im Gegensatz zu The Division 2 gefällt, ist, dass es viel mehr und viel besser umgesetzte Waffen auch gibt. Also ich wünschte mir einige Waffen, die es gerade bei Ghost Recon Wildlands oder Breakpoint gibt, wünschte ich mir auch bei The Division 2. Ja, und dann war eigentlich das Jahr auch mehr oder weniger schon vorbei. Es gab da noch ein paar Andeutungen bzw. Ankündigungen von Ubisoft, dass einige Sachen ja nach hinten rausgeschoben werden. War ja auch eine relativ große Krise in Anführungszeichen bei Ubisoft. Ja, müssen wir auch nicht näher drauf eingehen. Das haben wir ja auch alle mitbekommen. So, damit hätten wir das Jahr 2019 eigentlich in der Nutshell, wie der Engländer sagt, auch schon abgehandelt. Dann kommen wir mal zu dem Kanal Ü40 und den Aussichten für das nächste Jahr 2020. Ja, Freunde, bevor wir quasi schauen, was 2020 auf meinem Kanal passieren wird, hoffentlich, schauen wir mal, wie wir momentan dastehen. Und wie ihr seht, aktueller Abonnentenstand vom 01.01. ist 3792 bzw. war mittlerweile jetzt in dem Moment, wo ich dieses Video quasi erstelle, sind wir bei 3797, also nochmal 5 dazu. Am 01.01.2019 hatte ich 693 Abonnenten. Das heißt, im Jahr 2019 habe ich 3099 Abonnenten hinzugewonnen. Und das ist für so einen kleinen Kanal von einem grumpy old bastard, der nicht immer Bock hat, was zu machen, nicht täglich irgendwas hochlädt, finde ich eine echt coole Sache. Ja, auch die Anzahl der Videos ist einfach phänomenal. Ich habe mir das mal kurz alles rausgesucht. Und zwar habe ich insgesamt auf meinem Kanal, und das ist wirklich unglaublich, seit Oktober 2017 453 Videos hochgeladen. Da zählen natürlich auch die Livestreams auch noch mit dazu. Und im Jahr 2019 allein waren es 233 Videos. Im Großen und Ganzen war also 2019 für Ü40 Zocken ein sehr erfolgreiches Jahr. Und das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne euch da draußen. Euren Support, euer ja, ständiges Dasein, auch vor allem in den epischen Livestreams. Ihr habt mich immer weiter gepusht, ihr habt mich auch wieder nach oben gebracht, wenn es mir mal nicht so gut ging. Und dafür gebührt euch mein ganzer Dank. Leute, ich liebe euch. An der Stelle schiebe ich auch gleich nochmal eine Erwähnung rein, und zwar mein neuestes Kanalmitglied, der Michael Klipfel. Vielen Dank dafür, dass du eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hast. Als kleine Information, ich wollte eigentlich ein Video dazu machen. Ich hatte ja bereits vor einigen Monaten die Kanalmitgliedschaft aktiviert. Zum damaligen Zeitpunkt gab es aber nur die Auswahl, ein monatliches, ich nenne es jetzt mal Abo auf YouTube abzuschließen für 4,99 €. Das war mir ein bisschen zu, ich sag's mal raus, das war mir ein bisschen zu teuer dafür, dass ich ja jetzt nicht der Profi-YouTuber bin, der wirklich jeden Tag Content bringt. Und deswegen habe ich das damals wieder deaktiviert. Mittlerweile hat YouTube das ein bisschen, das ganze System ein bisschen geändert. Und zwar kann ich jetzt eine dreistufige Kanalmitgliedschaft anbieten, die gestaffelt ist auf 1,99 € im Monat, 2,99 € im Monat und 4,99 € im Monat, Entschuldigung. Und so kann jeder, der das,
der die Lust verspürt, mich zu unterstützen, kann dann selber wählen, wie viel er dann tatsächlich investieren will. Ich fühle mich da immer ein bisschen komisch dabei, wenn ich darüber rede, weil ich ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt hier nicht der Riesen-YouTuber. Aber es ist, ja, es ist nun mal so, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die mich finanziell unterstützen möchten. An der Stelle auch ein großes Dank an alle, die über PayPal spenden oder die während den Live-Chats auch mal einen Super-Sticker kaufen. Dieses Geld wird, und das garantiere ich euch, zu 100% nur für den Kanalausbau verwendet. Dazu kommen natürlich auch noch die Werbeeinnahmen. Wir haben in einem der letzten Livestreams, schon drüber gesprochen. Ich erziele Werbeeinnahmen jetzt natürlich nicht im Millionenbereich, ganz klar. Aber auch das Geld kommt alles in einen Pott und wird zum Ausbau des Kanals verwendet. Und da kommen wir gleich zum einem der Punkte für 2020. Ich habe vor, mich technisch auch ein bisschen zu verbessern. Ich werde die kompletten Spenden und Werbeeinnahmen so lange quasi zusammensparen, bis ich mir einen zweiten Rechner leisten kann. Diesen zweiten Rechner werde ich dazu benutzen, einzig und allein die Videos zu bearbeiten, zu rendern und dann hochzuladen, weil mein Problem natürlich mit einem Rechner besteht natürlich darin, dass ich zwar hier auf diesem Rechner zocken kann, das ist auch ein recht guter Rechner, also der ist auch noch für die nächsten ein, zwei Jahre game-technisch gut vorbereitet. Notfalls kann ich ihn ja ein bisschen nachrüsten, das ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem, was ich einfach habe mit einem Rechner, ist, dass wenn ich ein Video, jetzt zum Beispiel dieses Video höre, das wird ja ein relativ langes Video werden im Vergleich zu den Videos, die ich normalerweise hochlade. Und das Bearbeiten, Rendern und dann Hochladen dauert jetzt so, ich würde jetzt mal 3 bis 4 Stunden prognostizieren, und in dieser Zeit kann ich logischerweise nichts anderes mehr machen. Und deswegen muss ein zweiter Rechner her. Der muss natürlich nicht ganz so game-technisch aufgerüstet sein, aber ich denke mal, dass ich so mit 1000 Euro liege ich da in einer guten Preisklasse. Und ja, das ist also so das erste Ziel für 2020 im Equipment-Bereich. Und jetzt kommen wir dann tatsächlich zu den Games, die ich 2020 so auf dem Schirm habe und was ich contentmäßig auf dem Kanal denn so bringen möchte. Ja, dann kommen wir mal wohl zu dem wichtigsten Inhalt, der 2020 auf meinem Kanal auch weiterhin bestehen bleiben wird, und da sprechen wir natürlich vom Survival oder Überleben DLC in The Division 1. Solange Survival und auch The Division 1 spielbar bleiben, wird dieser Content auch auf meinem Kanal angeboten werden. Ich werde versuchen, im neuen Jahr wirklich jede Woche mindestens einen Survival Livestream anzubieten. Und ihr kennt mich, manchmal funktioniert es nicht ganz so, aber ich werde mich bemühen. Versprochen. Der nächste große Themenblock, nenne ich es jetzt mal, auf meinem Kanal 2020, wird auch tatsächlich The Division 2 bleiben. Ungeachtet dessen, in welchem Zustand das Game jetzt die letzten 9 Monate war. Denn ich bin absolut guter Dinge. Ich bin da wirklich optimistisch. Ich weiß, da widerspreche ich vielen von euch, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass dieses Spiel noch eine Wendung zum Guten nimmt. Und ich merke an mir selber in den letzten 2, 3 Wochen, wie ich langsam immer mehr das Interesse an diesem Spiel wiedergewinne, muss ich sagen. Ich hatte Ups und Downs mit dem Game und ich würde es jetzt mal momentan als Hassliebe bezeichnen. Aber, wie gesagt, ich bin wirklich optimistisch, dass dieses Spiel in die richtige Richtung geht. Ich habe das auch von Anfang an ja auch gesagt, dass ich denke, dass wir 1,5 bis 2 Jahre brauchen werden, bis dieses Game tatsächlich so spielbar ist, wie wir das gerne hätten. Wie gesagt, The Division 2 mit verschiedenen Videos, gerade auch mit dem Hardwired, und ich hoffe natürlich, dass es ein paar neue Sets bald geben wird, exotische Waffen etc., gehe ich davon aus, wir werden in diesem Jahr 2020 einiges Neues in The Division 2 zu sehen kriegen. Ja, dann wird es 2020 noch 2 Spiele geben, die hundertprozentig auf diesem Kanal erscheinen werden. Und das erste sehen wir hier, und zwar wird das
Watch Dogs Legion sein, also quasi Watch Dogs 3. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Release ist natürlich leider von Februar nach hinten verschoben worden. Zack, Ohrfeige. Wobei das kein schlechtes Zeichen sein muss. Und allein schon das Setting London ist für mich sehr interessant. Und Watch Dogs mag ich sowieso. Also darauf können wir uns 2020 einstellen. Ja, und dann haben wir natürlich das Game, auf das ich 2020 am meisten scharf bin, und das ist Dying Light 2. Also diese halbstündige Demo, die ich, beziehungsweise die wir alle auf YouTube sehen können, aus der auch diese Ausschnitte stammen, die hat mich wirklich sowas von geflasht. Und dieses Spiel muss ich haben. Das erste fand ich nicht schlecht, aber nicht so spektakulär. Aber dieses ganze Gedöns jetzt hier mit dem Parkour und Paragliding und abartig. Wirklich abartig. Das lässt mich jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, mit offenem Mund dann am Ende dastehen. Ja, also zack, das ist wie Assassin's Creed und Resident Evil zusammengenommen. Einfach nur schön. Und da freue ich mich sehr drauf, und das wird auch den Weg auf den Ü40-Zocken-Kanal finden. Und last but not least wird auch ein Spiel, das Spiel, in dem ich die meisten Spielstunden überhaupt jemals in einem Videospiel verbracht habe, nämlich War Thunder. Da habe ich jetzt mittlerweile fast 4000 Stunden. Und dieses Spiel wird auch wieder vermehrt zurückkehren auf meinen Kanal. Da habe ich nämlich zurzeit gerade wieder richtig, richtig Bock drauf. Ich habe mir jetzt im Weihnachtssale, ne, der Dad nennt mich immer Walfisch, habe ich mir wieder ein paar Premium-Flieger rausgelassen. Und da werde ich ein paar coole Videos auch wieder hochladen. Und ich finde, War Thunder hat auch seine Höhen und Tiefen. War Thunder ist auch so eine Hassliebe. Ich habe es eine ganze Zeit lang nicht mehr gezockt, weil diese ganze Entwicklung in Richtung Ground Forces und Naval Forces finde ich einfach nur, ja, ist nicht mein Ding. Aber wenn ich hier sowas sehe aus der Cockpit-Perspektive, kriege ich auch mal richtig Bock, mal ein bisschen Simulator vielleicht wieder zu zocken. Und es gibt einfach epische Geschichten bei War Thunder, wie hier zum Beispiel, wo ich so ungefähr 2 Minuten lang wirklich um mein Leben kämpfen muss gegen zwei Yaks und darauf warte, dass zwei meiner Teammates mich quasi erlösen. Ich selber kann nichts machen, außer wirklich versuchen, immer auszuweichen. Und hier auch was ganz Geiles, ein Typ mit einer B-25 versucht in einen Dogfight mit mir zu gehen. Das endet natürlich im Pfannkuchen. Leider habe ich jetzt hier keinen Treffer mehr landen können, sonst hätte ich wahrscheinlich den Kill sogar noch gekriegt. Schade, schade. Aber ja, ich muss hier um mein Leben kämpfen, und entgegen der allgemeinen Auffassung, dass es in War Thunder kein Teamplay gibt, das stimmt nicht. Es ist seltener geworden, die Zeiten haben sich geändert, es sind andere Leute unterwegs. Auch die Taktiken der Leute haben sich geändert, gerade im ARB-Modus. Aber es gibt immer noch diese epischen Runden, die mich dann immer für den Frust entschädigen, der in den meisten anderen Runden auftaucht. Je nachdem, welche Teams man natürlich spielt. Aber solche Sachen wie hier, ich nenne das immer das Luftballett, das ist einfach nur episch, und das nimmt mich auch richtig mit. Also ich bin nach so einem Luftkampf, bin ich tatsächlich körperlich erstmal, da brauche ich erstmal 10 Minuten, um mich wieder zu sammeln. Bin dann auch wirklich so, da bin ich richtig drin. Und das schafft, das schaffen wenige Spiele. Und man kann über War Thunder sagen, was man will, aber allein grafisch und vom Handling der Flugzeuge her ist es bei weitem besser als zum Beispiel IL-2 Sturmovik. Sturmovik geht ja auch mehr in die Simulationsschiene, und spiele ich aber auch gern. Ja, wie gesagt, War Thunder wird zurückkommen, und dann werden natürlich auch weiterhin ab und zu mal zwischendrin andere Games gerade angespielt oder vorgestellt, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ja, Freunde, jetzt sind wir bei 20 Minuten Video. Wie gesagt, mit dem einen Rechner, das dauert jetzt eine Weile, bis ich das hochlade und render. Deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss. Hier sieht man sehr schön, wie die zwei Teammates mich gerettet haben. Das soll es gewesen sein. Als Fazit bleibt mir nur, euch tatsächlich noch ein gutes 2020 zu wünschen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß miteinander haben werden in den Livestreams, in meinen Videos. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Anregungen, eure Kritik. Ich freue mich einfach auf 2020. Und das soll mein Schlusswort sein.
Bis zum nächsten Mal, euer Ü40.